Bist du der Ansicht, dass eine Sozialarbeit oder ganz speziell eine Jugendarbeit diesen Fall bremsen oder vielleicht sogar verhindern kann? Also verhindern sicherlich nicht. Wir können eine Plattform schaffen für Menschen, die erkennen, dass dieser Teufelskreis, den ich jetzt gesagt habe, ungesund ist. Wir können eine Platte für Aussteiger bilden. Aber dieses kulturelle Problem ist ein gesellschaftliches Problem und ein gesellschaftliches Problem kann niemals von einem Sozialpädagogen gelöst werden. Der Sozialpädagoge kann im Rahmen seiner Arbeit ein individuelles Schicksal beeinflussen. Er kann durch seine Arbeit, durch kulturelle Programme, durch erlebnispädagogische Programme oder in dem Moment, dass er einem Kind irgendetwas interessant macht, ein Kind auf die positive Schiene schieben. Ob das Kind dann oder der Jugendliche diese positive Schiene dann beibehält, entscheidet der Jugendliche letztendlich selbst. Aber die Sozialarbeit kann dieses kulturelle Problem nicht lösen. Wir können nur anbieten, wenn es die Leute nicht machen, haben wollen, dann ist es letztendlich das Schicksal der Menschen selbst. Letztendlich müsste es eine politische Veränderung geben. Die Politik muss erkennen, dass diese Gesellschaftsform, die wir im Moment hier praktizieren, das Zusammenleben zerstört und dadurch natürlich auch Xenophobien fördert, Rassismus fördert und ausgrenzt. Eine Leistungsgesellschaft grenzt aus. Vom Kleinkind an, schon im Kindergarten, werden Kinder ausgegrenzt. Und vor allen Dingen die beste Ausgrenzung, die habe ich Felix ja schon gesagt, spätestens auf Nussloch. Wenn du kein Nusslocher bist, bist du kein Nussloch. Du sagst, dass du es versuchst, anders zu machen als die meisten anderen. Kann es ein Grund dafür sein, dass du zurzeit nicht erwerbstätig bist, also du bist arbeitslos zurzeit? Kann das ein Zusammenhang sein? Sicher. Ich denke ganz einfach, ich war immer jemand, der neue Wege gegangen ist. Und wenn man etwas ändern will, muss man etwas anders machen. Und das, was ich mache ja immer etwas anderes und auch immer etwas Neues. Und ich denke, das gibt die Bereicherung und es gibt auch eine gewisse, sage ich jetzt mal, neue Kompetenz. Das heißt, so wie ich es dem Felix auch gesagt habe, mit jedem Projekt, das ich neu stemme oder etwas anderes mache, kriege ich noch mehr Reichtum. Das heißt, selbst auch die Programme, mit denen ich nicht so viel anfangen kann, egal ob das jetzt Technik ist oder Autos oder sonst irgendetwas, wenn ich da hingehe, dann erfahre ich eine neue Bereicherung. Und diese Bereicherung erweitert wieder Kreativität. Und jetzt ist es natürlich auch so, wenn jetzt jemand kommt, der wirklich so viel kann, ja, dann muss ich vielleicht meiner ehemaligen Dozentin, die ich schon interviewt habe, recht geben. Dann haben die unter Umständen alle Angst vor mir, weil man zu viel kann. Oder wie gesagt, 150 Programme und Projekte in einem Jahr, die sind alle betitelt, beschriftet, sitzen auf der Webseite, es sind viele Filme drauf. Und dann hast du auch noch die großen Stars, wo der Felix ja auch gefragt hat, hey Samu, wie kommst du an die großen Stars dran? Dann habe ich einfach auch gesagt, hey gut, ich rufe sie an. Wenn ich nächstes Jahr The Bon Jovi interviewen will, dann muss ich ihn ja anrufen und muss ihm sagen, ich tut schon nicht, ich will mit dir ein Interview machen, das muss er ja wissen. Genau, das ist das Traurige. Du interviewst einen solchen Star und alle Nusslocher schauen, die waren dort, geil, klasse, und wir waren nicht dabei. Also es ist auch eine neue Form, wo ich gesagt habe, das erlebe ich immer wieder hier auf der Straße, dass ich jemanden treffe, der dann sagt, hey, also Sie sind jetzt vom Animus-Club, ah, Sie machen ganz tolle Programme dazu, Kinder. Super Sache, ich lese Ihre Berichte immer in der Runde, schaut sich großartig, was Sie da den Kindern bieten, aber mitmachen tun wir nicht. Das ist ein neues Phänomen, sag ich mal, Krankheitsphänomen, würde ich sagen. Ich habe es als soziale Demenz bezeichnet. Das heißt, wie kann jemand Fan sein oder etwas so richtig mögen und total super begeistert davon reden, aber selber nicht mitmachen? Und dass ich ja freue, hey geil, die geht zum Bon Jovi, super, und ich bin nicht dabei. Ja, ich sage das jetzt mal ganz salopp, ja. Also,
Entschuldigung, das zeigt, wo stehen wir im Moment, auf welcher emotionalen Ebene stehen wir im Moment. Also ich glaube, es wäre in Ungarn nicht möglich, wenn ich jetzt eine ungarische Band hätte, Edda, Bikini, Akos, egal wer, und dann hätte ich als Interviewpartner, dass ich da niemanden finden würde, der da mitgeht. Aber hier ist es tatsächlich möglich. Das ist der kulturelle Zerfall. Und ich denke halt ganz einfach, dass hier auch, wenn ich jetzt in eine Einrichtung komme und ich sitze, dann hast du diese Schwierigkeit, dass du es nicht machen kannst. Ich meine, du bist ja selbst hin und wieder in Einrichtungen, würdest gerne was machen. Tja, aber dann musst du erstmal zum Chef gehen, musst mal mit dem sprechen. Und wenn der nicht dafür ist, kann ich es sowieso nicht machen. Und wenn der sagt, okay, jetzt müssen wir mal das im Team besprechen, dann hast du im Team da deine 6, 7 Kollegen sitzen. 3 Stück haben wohl gar keinen Bock, das zu machen. Dann gibt es da bestimmt 1, 2 Leute, die mögen dich generell gar nicht. Also, dann hast du vielleicht 1, 2 Befürworter, dann hast du ewig Zeit, brauchst du ewig, um die zu überzeugen, dass wir doch vielleicht zum Peter Maffay gehen und Tabaluga zu dem und ein Interview und das mache, brauchst du dann 5 Teamsitzungen oder du willst irgendwas Besonderes machen, irgendwas in der Nacht oder irgendein Lager oder irgendetwas und dann kannst du es dann irgendwann doch nicht machen, weil dann die 2, die sowieso keinen Bock hatten, was zu machen, krank sind. Also du hast unglaublich viele Schwierigkeiten, überhaupt was zu machen. Und der Unterschied zum Animus Club, und das ist das Besondere daran, wir machen es halt. Da gibt es das nicht. Wenn du jetzt eine Idee hast und sagst, ah, ich würde mit deinen Kindern gerne das machen, dann gibt es das nicht, dass ich sage, das machen wir nicht. Dann sage ich, geil, das wird gemacht und dann wird es schön verpackt und dann kommt es auf die Website. Wenn du nicht blöd sagst, ich habe hier einen Mitarbeiter, der will das machen, dann sage ich zu ihm, nee, das geht nicht, das machen wir nicht. Nein. Der Animus Club zeichnet sich dadurch aus, und das war auch in Ungarn so, dass jedes Programm und jedes Projekt, das als Idee auf dem Tisch liegt, gemacht wird. Da gibt es keine Frage, das geht nicht, das gibt es nicht, sondern wir machen es. Gibt nur eine Möglichkeit dann noch, es gelingt vielleicht nicht, das kann sein, aber es wird auf jeden Fall probiert, weil das ist Sozialarbeit, machen. Sozialarbeit lebt vom Machen, nicht vom Schwitzen, nicht vom Nichtsmachen, ich muss was machen. Ich kann nicht in den Jugendtreff gehen wie vor 2 Jahren und sitze da rum und mache im Prinzip so eine Selbsthilfegruppe für Handydrücker oder so. Also sitzen da rum und drücken da durch die Gegend und ich mache nichts außer Pizza backe und Cola ausschenke. Das kann nicht sein. Jetzt komme ich jetzt aus dem Studium als engagierter Mensch und jetzt komme ich in irgendeine Einrichtung. Na wunderbar, in der Einrichtung sitzt der genau der Querschnitt, der im Studium saß. Da sitzen genau diejenigen, die rumqualmen, die nichts machen, die keinen Bock haben, was zu tun. Das kann ich nicht. Ich habe vor 2 Jahren in einem Jugendtreff gearbeitet, da war ich mit einer Kollegin, die war im Anerkennungsjahr und die hat mich als noch gar keine Sozialpädagogin, eine Praktikantin im Anerkennungsjahr als Arbeitserzieherin leitet mich als Sozialpädagogin einem Jugendtreff an, was ich machen soll. Man muss sich dieses Paradoxum mal vorstellen, unmöglich. Und dann, Basketballturnier können wir nicht anbieten, weil wenn du krank bist, dann kann ich das nicht anbieten. Straßenfußballturnier können wir auch nicht anbieten, weil das kann ich auch nicht. Improvisationstheater weiß ich nicht, was das ist. Theaterspielen geht auch nicht, das kann ich auch nicht. Tischtennisturnier mache ich auch ungern, ich kann kein Tischtennis regeln. Auch Rap-Shop, das kann ich auch nicht. Und Frisbee, Ultimate, habe ich noch nie gehört, kenne ich keine Regel, kann ich nicht. Wenn du nicht da bist, kann ich das nicht machen. Und so war das dann. Und dann wurde halt in diesem Jugendtreff, lief dann halt dieses Programm, dass sich diese Arbeitserzieherin 2 Mädchen geschnappt hat und hat eben Ostereier angemalt, weil es war gerade Ostern, und hat Schmetterlinge gebastelt und Ostereier gefertigt. Das war dann das Programm des Jugendtreffs. Und das macht eigentlich nicht gerade viel Sinn. Einen Kompromiss eingehen, das hört sich sehr, sehr gut an, aber einen Kompromiss eingehen kannst du ja nur mit Menschen, die auch etwas machen wollen. Wie willst du denn mit einer Kollegin, ich nehme jetzt einfach mal eine Kollegin, weil es sind meistens die Kolleginnen, die jetzt einfach nur am Tag da rumsitzt, nichts macht, außer ihre Zigarette rauchen und ihre
Ostereier anmalen. Wie willst du denn mit einer solchen Kollegin einen Kompromiss eingehen, so nach dem Motto, ja gut, morgen gammel ich dann auch mal so wie du da rum und übermorgen siehst du mal zu, dass du dir mal ein paar Kompetenzen aneignest, um irgendein Beispiel anzueignen oder ein Theaterspiel oder ein Musikinstrument oder vielleicht auch mal die Kunst, wie man etwas rappt oder wie man Texte zusammenfügt. Und ein Kompromiss lässt sich nur eingehen, wenn alle auf dem gleichen Level sind. So ähnlich wie bei einer Band, wenn drei Stück Heavy Metal spielen wollen und einer Schlager Musik, dann funktioniert das nicht. Sie müssen alle mit dem Kompromiss, sie müssen alle auf dem gleichen Level sein. Wenn jetzt zum Beispiel bei den Progressivrock-Musikern alle auf dem gleichen Level sind, dann kann jeder irgendetwas zu dem Werk beisteuern und dann kann man zum Beispiel den Part, den der Bassist beigesteuert hat, den setzt man in den ersten Song und den Part, den der Gitarrist beigesteuert hat, vielleicht in den zweiten Song oder vielleicht ist es im progressiven Rockbereich auch möglich, beides in ein Stück reinzubauen, dann kann man Kompromisse eingehen. Oder der Peter Djöri und ich, wir sind beide auf dem gleichen Level, wir haben beide den gleichen Anspruch, wir machen etwas für Kinder und Jugendliche. Und wenn der Peter Djöri heute dieses Programm machen will und ich will jenes Programm machen, dann brauchen wir gar keinen Kompromiss, dann ist ganz klar, wir machen beide Programme, dann machen wir halt an einem Tag dieses Programm und am anderen Tag das andere Programm. Da brauchen wir aber keinen Kompromiss, das versteht sich von selbst. Und aber einen Kompromiss machen mit jemandem, der keinen Bock hat zu arbeiten, der nur, der sich eigentlich fast verhält wie ein Klientel und der eigentlich da durch sein Nichtstun oder durch sein Verhalten dazu beiträgt, dass die Situation des Jugendlichen noch schlechter wird. Wie willst du denn mit dem einen Kompromiss eingehen? Mit dem kannst du gar nichts machen. Da kannst du entweder nur eins sagen, ich gehe, mach deinen Keks alleine oder gar nichts. Es ist einfach schlicht und ergreifend nicht möglich. Und ich wundere mich überhaupt, dass wenn zum Beispiel diese Stadträte oder Gemeinderäte kriegen dann einen dreiseitigen Jahresbericht hoch, wo dann 5, 6 Aktivitäten angepriesen worden sind, dass dann nicht einer sagt, also warte mal, ein Basketballturnier, ein Tischtennisturnier, ein Kickerturnier und dann noch 2-mal Minidisco und ein Ausflug ins Minigolfspiele und dann waren sie einmal im Holiday Park und einmal vielleicht noch Radfahrer. Das sind 8 Programme. Wenn man das jetzt mal gut kalkuliert, kalkulieren das mal großzügig. Der Animus Club würde jetzt sagen, das machen wir in 2 Wochen. Kalkulieren das mal großzügig auf 4 Wochen. Ja, dass da kein Gemeinderat auf die Idee kommt zu fragen, was macht ihr eigentlich in den anderen 48 Wochen? Macht ihr da gar nichts? Was macht ihr denn da? Oder dass auch kein Gemeinderat mal auf die Idee kommt, na, wir könnten doch mal im Jugendtreff vorbeigehen, immer mal einer abwechselnd und dann gucken wir mal, wie viele Leute da wirklich da sind und was da wirklich gemacht wird. Und dann werden es denen dann vielleicht auch mal auffallen, na, da sitzen ja bloß 2 Mädchen und die Erzieherin erzählt mit denen und wenn sie was trinken wollen, holt sie ihnen Cola und wenn sie vielleicht eine Pizza essen wollen, schiebt sie eine Pizza in den Ofen. Das ist nicht unbedingt im Sinne des Erfinders. Ich denke, man muss Jugendliche speziell am Wochenende fördern und fordern und ihnen auch tolle Erlebnisse bieten können, damit sie von dieser Schiene abkommen. Aber wir, die Sozialpädagogen, müssen es tun, weil die Eltern deren Kindern, die werden nichts machen. Das kann man vergessen. Und beziehungsweise nicht nur die Sozialpädagogen müssen es tun, auch die Politik. Die Politik muss Verantwortung für dieses Problem übernehmen und dann haben wir eine Chance, hier etwas zu verbessern, unabhängig, ob die Wirtschaft dadurch geschadet wird oder nicht. Es geht um das Zusammenleben und es geht natürlich auch darum, dass man einen friedfertigeren Umgang miteinander pflegt oder auch einen Umgang, wo eine höhere gegenseitige Wertschätzung auch vorhanden ist, was ja bei Kindern oder gegenüber Kindern hier in Deutschland nicht immer der Fall ist.
Meine Wenigkeit sieht die ganze Entwicklung kritisch und ich sage mein Statement, ich sage meine Stellung dazu, wie ich es sehe. Ich denke, ich sage es anständig, ohne irgendjemanden persönlich da anzugreifen oder zu verletzen. Aber man muss diese Situation kritisieren dürfen, die wir im Moment haben. Wenn ich das nicht darf oder wenn ich etwas unter den Tisch fallen lassen muss, dass ich das eventuell ein Image schaden könnte. Ja, so nach dem Motto, oh, wir haben an unserer Schule keine Drogenprobleme. Lauter so ein Blödsinn. In jeder Schule haben wir dieses Problem mit Alkohol, mit Drogen, ich kann es nicht unter den Tisch fallen lassen, so nach dem Motto Prestige, dann kann ich es nicht lösen. Ich muss als Sozialpädagoge das Recht haben, ein Problem anzusprechen oder auch eine Situation und eine politische Situation kritisch zu sehen, in der Hoffnung, dass die Politiker das erhören und dann vielleicht ihr Verhalten oder ihre Einstellung ein bisschen modifizieren und zu sagen, Mensch, wir müssen da wirklich was tun. Mehr kann ich persönlich nicht machen. Ich gehe jetzt nicht raus mit der Keule und schlage irgendwas zusammen. Das werde ich nicht tun. Ich werde weiterhin versuchen, eben mit Projekten, mit guter Arbeit, mit eben auch kritischen Worten, mit Filmen darauf aufmerksam zu machen. Mehr kann ich nicht tun. Es steht mir jetzt nicht das Recht zu, was weiß ich, irgendwo in ein politisches Gremium zu gehen, wie ein Baseballschläger und dann, was weiß ich, so wie man das da ab und zu im Fernsehen sieht, dann ein bisschen Kleinholz zu machen. Das werde ich nicht tun. Ich werde schauen, dass ich das auf eine intelligentere Ebene bringen will. Das andere macht gar keinen Sinn. Da bin ich ja nicht besser. Bestes Beispiel war zum Beispiel, du weißt, du erinnerst dich ja noch, weil in der Diplomarbeit haben wir ja gesprochen, da habt ihr Leute alles synchronisiert. Ich hatte Realschüler da, von 20 Realschülern konnten 18 Realschülern topmäßig lesen. Dann habe ich den Zettel gegeben, die konnten lesen. Du erinnerst dich sicherlich noch, das ist unvergesslich, wo wir unten beim Achim Marx im Keller waren und der Marco Moneta hat diese eine Stelle. Lauthals geschrien und ich glaube, 3 oder 4 Mal haben wir es machen müssen. Aber nicht nur lesen, sondern auch noch lesen und schreien und intonieren war mit Realschülern problemlos möglich. Wenn du mir heute 20 Realschüler gibst, dann können noch 4 das, was damals 20 konnte. Die anderen 16 müssen den Satz, nicht so ein schwieriger Satz, sondern ein ganz einfacher Satz, wir waren heute im Schwimmbad, dann müssen sie 30 Mal lesen und sind mit der Rutsche gerutscht. Zum Beispiel, wenn noch ein Nebensatz kommt, dann wird es ganz schwierig. Und dann muss ich den aus 30 Samplen zusammenschneiden. Die ersten 2 Wörter von dem Sample, die anderen 2 Wörter vom Sample 26 und die letzten 3 Wörter dann vielleicht noch vom Sample 17. Riesenarbeit, unmöglich. Also wenn wir so meine Diplomarbeit synchronisiert hätten, wie heute die Realschüler lese, dann wäre ich nach 16 Jahren noch nicht fertig bei diesem 4-Stunden-Willen. Dann hat sie gesagt, Herr Höfer, Sie werden es nicht glauben, am 2. Schultag standen 4 Eltern bei mir auf der Matte, die mir gesagt haben, dass sie nicht wollen, dass ihre Kinder mit bestimmten anderen Kindern in Kontakt kommen sollen. Die dürfen nicht miteinander spielen, die dürfen nicht nebeneinander sitzen, die dürfen auch bei Projekten nicht in einer Gruppe sein, die sollten auch beim Sportunterricht getrennt sein, sie möchten keinen Umgang. Sie möchte, dass sie als Lehrerin den Umgang der Kinder mit diesen anderen Kindern unterbindet. Und die anderen Kinder, die kamen alle aus der Türkei, aus Syrien und aus Arabien oder aus Kurdistan. Jetzt, wie soll denn jetzt eine Lehrerin, die eine Klassengemeinschaft zu formen hat, wie soll die jetzt eine Klassengemeinschaft formen können, wenn Eltern hergehen und erst einmal so ein Damoklesschwert über die Lehrerin hängen? Ist ja gar nicht möglich. Und diese enorme Ausländerfeindlichkeit ist in Deutschland noch vorhanden und wir kriegen sie auch nicht raus aus dieser Mentalität und sie wird es geben, solange wir leben, leider Gottes. Und ich hoffe nur nicht, dass wir aufgrund von derzeit wirklich verantwortungslosen Politikern hier in ganz langsam auf einen dritten Weltkrieg hinsteuern. Das wäre fatal. Hinzu kommt die Schwierigkeit, dass es halt einfach
eben aufgrund dieser Ausländerfeindlichkeit auch ganz wenig Solidarität gibt in diesem Thema. Das heißt also, nur ein ganz kleiner Teil der Bevölkerung ist überhaupt bereit, in der Hinsicht irgendetwas zu machen. Also wenn ich das jetzt erzähle, dass ich seit 25 Jahren der einzige Deutsche bin, der bei eben Migranten oder bei Ausländern an der Tür klingelt und mit denen irgendwas macht, dann ist das ein deutliches Zeichen dafür, dass überhaupt kein Interesse besteht. Ist ja auch klar, wenn Menschen nicht mehr zusammenleben, wenn sie nicht mit ihren Nachbarn zusammenleben, dann werden sie jetzt natürlich auch nicht hergehen und werden auf Migranten zugehen. Wobei in Nussloch kann ich mir da noch was anderes vorstellen. Also in Nussloch bin ich mir ganz sicher, weil wir in Nussloch haben bestimmt 3000 Menschen, die Arabisch, Urdu, Persisch und auch Kosovo-Albanisch spreche, die wäre dann sicherlich alle morgen runtergehen, wenn diese 100 Flüchtlinge da sind, werden sich mit denen unterhalten, werden mit denen Mau-Mau spielen, werden mit denen Mensch ärgere dich spielen, vielleicht bringen sie ihnen auch Geigle bei oder Skat spielen. Also ja, könnte so 3500 Menschen könnten sie in Nussloch sein, die auf alle vier Sprachen kommunizieren könne und dann auch von Kosovo-Albanisch auf Urdu übersetzen könne und von Persisch auf Arabisch. Aber ich kann jetzt mal von vornherein sagen, wie das da unten abgehen wird, wenn dieses Flüchtlingsheim gebaut ist. Machen die eine super Party, da fahren die auf, da spielen alle Vereine, da kommt der Bürgermeister, da kommt der Landrat, da kommt, was weiß ich, die Bundestagsabgeordnete, da wird eine riesige Schau gemacht, wie gastfreundlich und willkommensfreundlich Nussloch ist. Und dann ist die Feier rum und dann kommen vielleicht noch über die nächsten 3 Monate Gemeinderäte von den Grünen und der SPD da unten vorbei, sagen mal Hallo, bringen vielleicht noch einen Scheck mit von der Bank oder irgendetwas und lassen sich vielleicht mit ein paar Kindern abfotografieren, dass sie wieder dort waren und es ist alles so schön und berichten das dann so nach außen. Ja, so wird es ablaufen, aber nach einem halben Jahr geht da unten kein Mensch mehr vorbei. Die Leute, die jetzt mit den Hunden schon nicht vorbeigegangen sind, als da unten die Asylanten gewohnt haben, die 3 Stück, die Frauen, die mit ihren Hunden gelaufen sind, weil sie Angst hatten, die könnten hinter diesen berühmten Vergewaltigerhecken, haben die Hecken getauft, die da unten waren, dann vergewaltigt werden. Die werden jetzt sicherlich auch nicht da unten vorbeilaufen, wenn da 100 Leute aus Syrien oder aus dem Kosovo oder sonst irgendwo wohnen und dann dort unten sich aufhalten werden. Und dann wird wahrscheinlich genau das passieren, was in Mannheim auch passiert ist. Dann steht unter Umständen jeden dritten Tag das Polizeiauto vor der Tür und dann geht der ganze Laden los. Und weil mit dem Strom der Flüchtlinge kommen nicht nur gute Menschen, die Hilfe brauchen oder die auch durchaus hier willkommen sind, weil sie wirklich vor dem Krieg fliehen, sondern es kommen auch die bösen Menschen, die dann hier Straftaten begehen, und zwar gewaltige Straftaten. Wir haben in Deutschland in der Hauptschule und der Realschule mindestens 90% der Kinder, die können noch nicht einmal auf Englisch ein Glas Wasser bestellen, ein Glas stilles Wasser bestellen in der Kneipe, in der Wirtschaft, oder ein Schnitzel mit Pommes und Salat oder ein Rinderbraten mit Spätzlein auf Englisch bestellen. Jetzt stelle ich mir vor, die müssen das morgen auf Arabisch. So, die müssen jetzt also Arabisch lernen, das schreibt man von rechts nach links. Im Arabischen kommt jeder Buchstabe 3-mal vor, das ist unterschiedlich, ob er am Anfang, in der Mitte oder am Ende steht. Dann kommt es auch noch darauf an, dass einige verschmolzen werden. Und ja, dann bestellen sie sich dann halt morgen auf Arabisch das Wasser und sagen, Avado Gruppa Manne Macheti Tabi. Oder sie bestellen sich zum Beispiel einen Rinderbraten mit Spätzlin und sagen dann, Lam ich qua imach ima imach Karuna. Ja. Ja, und die können das dann auch morgen. Also es ist genauso schwierig, als Deutscher Arabisch zu lernen, wie als Syrer oder Flüchtling Deutsch. Und die Politiker, die jetzt sagen, die Flüchtlinge sollen alle Deutsch lernen, die sollen erstmal Arabisch lernen. Und wahrscheinlich machen sie es genauso wie die Leute im Finnischkurs. Nach der 6. Stunde speisen sie hoch an die Wand und sagen, Entschuldigung, leck mich am Arsch, das lerne ich nicht. Und das ist unglaublich schwer, eine Sprache zu lernen, die aus dem eigenen grammatikalischen Schema rausgeht. Im Englischen
Ein Akkusativ auf Deutsch ist ein Akkusativ auf Englisch, auf Italienisch, auf Spanisch, auf Französisch, auf die ganzen germanischen Sprachen und teilweise auch auf den slawischen Sprachen ist ein Akkusativobjekt ein Akkusativobjekt. Aber im Finnische, im Ungarische oder im Arabische ist es nicht so. Das heißt, ich muss eine ganz andere Denkstruktur lernen und das ist das Schwere dieser Sprache, dieser Sprachen und deshalb können es auch so wenige erlernen. Weil wenn das so einfach wäre, könnte es ja jeder. Wenn das so leicht wäre wie Fahrradfahren, dann könnte morgen jeder Ungarisch sprechen oder Finnisch oder Arabisch. Aber es ist eben nicht so einfach, dass man sagt, ja, wir machen das. Und hier sind mindestens die Mehrheit der Flüchtlinge, denen kann ich 100 Stunden Deutsch geben, werden sie Deutsch niemals auf einem A1 oder A2 Niveau erlernen. Deshalb ist das die Frage, ob man das überhaupt machen muss.